Wasser ist ein besonders wichtiges Gut. Wir brauchen es etwa zum Kochen, zum Duschen oder lediglich zum Trinken. Deshalb ist eine stabile Wasserversorgung besonders wichtig. Um diese gewährleisten zu können, haben sich die Gemeinden Bergland und Erlauf zusammengetan und gemeinsam eine neue Brunnenanlage gebaut. Wir haben nur einen Brunnen gehabt und es war uns sehr bald klar, dass wir eigentlich, um wirklich die Anforderungen, die an uns gestellt werden, wir dann einige Nachbargemeinden eben auch mit versorgen, haben wir gesagt, das geht mit einem Brunnen nicht und da brauchen wir immer einen zweiten Brunnenstandort und so sind wir eigentlich auf diese Zusammenarbeit mit Erlauf gekommen. Vergangenen Freitag wurde diese neue Brunnenanlage feierlich eröffnet und gesegnet. Auch LH-Stellvertreter Bernkopf war bei der Eröffnung anwesend und lobte das gemeinsame Brunnenprojekt. Die Vorteile der Zusammenarbeit sehen auch die Bürgermeister der beiden Gemeinden. Die funktioniert sehr, sehr gut. Es ist eine Win-Win-Situation. Man hat es heute bei dieser Veranstaltung gesehen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass zum einen natürlich die politische Vertretung, wir beiden Bürgermeister, gut können miteinander. Aber fast nur wichtig ist eigentlich, dass die Wassermeister sehr gut miteinander können. Und das funktioniert da wirklich sehr, sehr gut bei uns. Bergland arbeitet jedoch nicht nur mit Erlauf zusammen. Im Notfall kann zum Beispiel auch die Gemeinde Petzenkirchen mit Wasser aus dem neuen Brunnen versorgt werden. Darüber hinaus gibt es vom Bergland aus auch Leitungen nach Wieselburg-Land und Ruprechtshofen. Und für alle diese Gemeinden spielt die Erlauf eine wichtige Rolle. Wie eigentlich schon viel rumgekommen ist, ist natürlich der Grundwasserstrom, der die Erlauf begleitet, so ganz, ganz besonders. Zum Beispiel gleich bei uns naheliegend die Melk und so, die hat es nicht. Die Erlauf hat es, die Ips hat es zum Beispiel, die Donau hat es zum Teil gar nicht, nur kleine Bereiche. Also die Erlauf ist da ein tolles Gut für uns. Durch die neue Brunnenanlage können sowohl die Bürgermeister der beiden Gemeinden als auch ihre Wassermeister wieder ruhiger schlafen, wie bei der Eröffnung betont wurde. Mit dem Endergebnis sind alle Parteien sichtlich zufrieden. Top Trinkwasserqualität und das in ausreichender Menge. Was will man mehr als eine gelungene Kooperation und ein Top-Ergebnis? In Bergland und Erlauf sowie deren Nachbargemeinden ist man also auch zukünftig wassertechnisch bestens aufgestellt. Wer mehr über die Wasserversorgung in Bergland erfahren möchte, kann sich übrigens auch unseren Beitrag über den Weg des Wassers ansehen, der anlässlich der Brunneneröffnung gedreht wurde.